Seien Sie kein Müllmagnet. 90% der Kommunikation zwischen uns Menschen ist provokanter Müll. Weil all diese Einwürfe, Zweifel und Stänkereien nichts, aber auch gar nichts dazu beitragen, was Sinn und Zweck des Gespräches ist. Im Gegenteil, all diese Nörgelnde, ja aber, das funktioniert doch nie. Oder das ist bestimmt von Nachteil, lenkt nur ab. Dieser Gesprächsmüll bindet die Energie der Teilnehmer an unnötige Grundsatzdiskussionen. Er entzweit und stiftet Unzufriedenheit. Während zum Beispiel das Problem, das im Gespräch gelöst werden sollte, nach wie vor besteht. Sie können nichts daran ändern, dass es so kommt. Sie können nur sich selbst ändern, indem Sie solchen Gesprächsmüll klar erkennen und sich sofort dazu zwingen, nicht auf ihn zu reagieren, anstatt sich wie üblich von solchen Aussagen angegriffen fühlen, sollten Sie so etwas einfach an sich vorbeiziehen lassen. Also bloß nicht darauf eingehen. Das empfiehlt sich erst recht, wenn es um Dinge geht, die Sie selbst nicht betreffen. Freunde, hat Ihnen dieser Vortrag gefallen? Dann abonnieren Sie unseren Kanal und achten Sie auf die Klingel, damit Sie das nächste Video nicht verpassen. Und es wäre nett, wenn Sie diesen Vortrag an Ihre Freunde und Bekannte teilen würden. Sie finden weitere praxisbewährte Informationen zu vielen Lösungen Ihrer Herausforderung auf der www.erfolgsonline.de. Vielen Dank für Ihr Zuschauen.